Hallo, guten Tag Leute. Ich bin mal wieder zurück in einem Video. Mein Gesicht ist scharf, falls ich das überhaupt zeige. Und das ist jetzt das Training von der letzten Woche. Squats und Overhead Press. Bankdrücken habe ich leider vergessen zu filmen. Und Deadlift, wisst ihr ja, mache ich nicht. Gerade kurzfristig. Und was kann ich dazu sagen? Das war halt eben Dreier Wiederholungen. Squats 153 Kilo, also hier 152,5, weil ich die Microplates nicht mehr mitschleppen musste oder nicht mehr mitschleppen wollte, weil die sind ja 5 Kilo schwer und die dauernd auf dem Fahrrad mitzutragen ist ein bisschen doof. Ich muss immer überlegen, wie ich das mache. Ob ich jetzt auch weiter benutze oder wie und was und so weiter. Also deswegen 152,5 und nicht 153 Kilo. Und des Weiteren Overhead Press mit 65 Kilo. Wie gesagt, für drei Wiederholungen, weiß nicht, 7 bis 10 Sätze, ich zähle auch nicht mehr so richtig. Mir ist es einfach so, ich mache und mache und mache und mache und mache und irgendwann sage ich, ja, ist langsam mal genug. Und dann mache ich was anderes. Das wollte ich unbedingt sagen. Ich hatte ja vorhin in der Woche so riesige Kraftfortschritte gemacht. Da habe ich für einen Satz Squatten 162,5 Kilo für 7 Wiederholungen geschafft. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich 162 Kilo für 7 schaffe, werden ja wohl 153 für 3 Wiederholungen relativ easy gehen, ne? Und die habe ich dann gemacht und naja, sie waren halt nicht ganz so easy. Habe sie natürlich alle gepackt, aber es war einfach so schon, es war schon schwer, es war schon anstrengend und es hat mich schon irgendwie ja aufgeregt. Ich war halt die ganze Woche irgendwie ein bisschen schwächer und auch generell irgendwas war letzte Woche los. Ich habe also deswegen auch keine Videos gemacht und ich war generell K.O., also ich hatte viel weniger Energie im Training. Ich musste nachmittags schlafen, also normal nachts schlafen und danach sozusagen noch einen Mittagsschlaf machen nach dem Training. Also praktisch zweimal täglich geschlafen, weiß nicht, dann weit über 10 Stunden insgesamt und bestimmt auch über 12. Naja, weiß nicht genau. Auf jeden Fall ganz schön viel geschlafen, bin auch nur 4-mal ins Training gegangen. Anstatt 6-mal, also ich habe 2 Pausentage genommen, die sozusagen nicht geplant waren und deswegen auch alles durcheinander. Deswegen sind sozusagen, habe ich Squats und Overhead Press auch am selben Tag gemacht, weil ich sozusagen den einen Tag nicht da war und dann muss ich das sozusagen aufholen. Und also irgendwie war das alles ein bisschen komisch. Letzte Woche alles ging nicht mehr so gut. Ich habe jetzt erst gedacht, ja okay, du nimmst halt keinen Booster mehr, das ist eine andere Sache. Ich habe halt doch mal ausprobiert, eine Woche ohne Booster zu trainieren. Oder beziehungsweise ich habe davor schon ohne Booster zu trainiert, habe dann nochmal an dem einen harten Tag, wo ich die 162 Kilo für 7 Wiederholungen geschafft habe, habe ich noch einmal Booster genommen, aber seitdem auch nicht wieder. Und ich habe sozusagen generell den Boosterkonsum runtergeschraubt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit das zusammenhängt. Deswegen habe ich als erstes mich nicht so gewundert, dass ich im Training halt nicht mehr so viel Gas geben konnte. Aber dass ich dann auch noch sozusagen mich zu Hause so schlapp gefühlt habe, schlafen musste und nicht mehr zum Training konnte und so weiter. Das fand ich jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Ich weiß leider immer noch nicht, woran das lag. Und ich weiß auch nicht, ob das sich jetzt diese Woche fortsetzt. Jetzt hatte ich einfach heute... ist Montag. Ich habe jetzt auch letzte Woche das nicht geschafft, das noch zu machen. Hatte ich halt einfach keine Zeit, nachmittags zu schlafen, sage ich jetzt mal, weil ich einfach erst um 6 nach Hause gekommen bin. Ich bin auch erst um 12 oder so zum Training los. Und deswegen. Aber ich fühle mich ein bisschen fitter, mal gucken, wie es die nächsten Tage ist. Ich glaube, ab morgen nehme ich auch wieder Booster. Macht einfach mehr Spaß, man zieht das Training härter und schneller durch und so weiter. Und ich weiß nicht genau, wie weit ich labere das jetzt erstmal und packe dann die Trainingsclips im Hintergrund, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie weit das jetzt noch ist. Aber
wie gesagt, es war irgendwie merkwürdig, ich war komisch schwach. Ich bin gespannt auf diese Woche. Ich hoffe, das wird wieder besser und dass ich dann auch wirklich 200 Kilo Kniebeugen machen kann und richtig kräftig erhöhen kann und dass es nicht irgendwie so ein komischer Tag war und ich jetzt dauerhaft doch nicht so stark bin, wie ich gedacht hätte. Das müssen wir nochmal schauen und bis dahin, ja, ich mache das ein ja, das an. Ich habe ein Paket von Malprotein bekommen, aber da mache ich gleich ein Unboxing, aber das ist, wird, glaube ich, ein anderes Video. Da will ich nicht zu lang werden. Bis ja dann morgen und dann, ja, genau. Bis morgen und hoffentlich wird alles wieder. Ciao.